Ist dir schon einmal aufgefallen, dass es Situationen gibt bei anderen Menschen, wo du denkst, warum kapiert er das jetzt nicht? Das ist für alle offensichtlich, nur für diese Person nicht. Ja, heute habe ich es erst schon mal gesehen, warum, dass manche Menschen im logischen Denkverhalten einfach nicht mitdenken können. Wenn ein Mensch einen Schock hat, Schock ist ja immer psch. Und dann geht dieser Schock, wird eine Mauer in den Gedankengängen. Normal geht ja ein Gedankengang so und es läuft dann aus. Und jetzt ist es so, dass eine Mauer entsteht in einem Gedankengang und schupp ist die Mauer da. Das heißt, der Mensch, du dann später so denke, kann nicht weiterdenken, weil dann die Mauer ist. Und das habe ich heute Morgen gesehen beim Autofahren. Ich war total happy, dass wir da jetzt auflösen können. Das heißt, wenn du merkst, dass jemand nicht klar denken kann oder du selbst, du denkst, warum funktioniert das jetzt nicht? Was fehlt da in meine Gedankengänge? Ganz einfach Schock, Traumas aus diesem Leben. Und da freue ich mich jetzt sehr, mit dir zu arbeiten, dass wir das alles auflösen, was dir Mauern gebildet hat in deinen Gedankengängen. Also wir gehen zurück in deine Vergangenheit, lösen diese Sache auf. Seelenanteile sauber machen, die dort noch hängen, Schock verarbeiten, Seelenanteile zurückholen, nachdem sie sauber gemacht sind, Mauern abbauen, dass du endlich die Wahrheit erleben kannst und nicht so, und dann auf einmal ist die Mauer, sondern dass du in deinen Fluss kommst, in der Wahrheit, in der Erkenntnisse, in diesen wundervollen Sachen. Ja, und wie gesagt, heute Morgen beim Autofahren, ich war hin und weg, was ich da gesehen habe, was wir jetzt bearbeiten dürfen. Das erste Mal, dass ich da hingekommen bin, in die Mauer und warum das die Mauer ist. Ich habe die letzten 2, 3 Monate viele Menschen beobachtet und immer gedacht, was fehlt da? Bin ich nicht reingekommen. Und heute Morgen war die Zeit da. Ich wurde vorbereitet mit der Energie, um in dieses Energiefeld, mit deinem Energiefeld zu arbeiten, aufzulösen. Die Mauern aufzulösen, dass du in dein Leben kommst. Und ich freue mich sehr, 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 mit dir darüber zu arbeiten, über diese Erkenntnis.